Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video, und zwar von der Glühbirne. Wartet mal, ich muss mal. Upala. Und zwar diese. Haben wir jetzt schon ein Unboxing gemacht, ja, ein Unboxing von der Glühbirne, weil ich bleib dem treu. Ich habe gesagt, ich mache zu jedem Produkt ein Unboxing, Hardware-Check. Und wenn ich es machen kann, mache ich es auch. Wir haben jetzt hier eine normale Glühbirne in Tropfenform, aber hier ist kein Glühfaden drin, sondern LEDs. Seht ihr das vielleicht so ein bisschen, dass die anders aussieht, dass die hier so? Ja, das seht ihr. Und hier vorne steht halt dann drauf LED 220 bis 240 Volt. Ich denke mal Volt, steht für V. Und 5W 27K. 5 Watt, 2700K. Ich habe null Ahnung, Wert wie es, drunter posten. Dann haben wir hier ein normales Schraubgewinde und hier unten halt auch nochmal einen Kontakt. Jo. Also ganz normale Glühbirne in Tropfenform, weil wenn man sie so sich anguckt, sieht sie aus wie ein Tropfen. So. Also ich sehe auch hier wirklich nichts irgendwie Negatives, dass hier irgendwo Plastik oder Metall übersteht, dass man sich hier irgendwie verletzen könnte beim Anfassen oder Eindrehen oder dass es nicht stabil genug sein könnte. Die Kabel sind auch alle in der Glühbirne vernünftig drin. Wenn ich, das zeige ich euch mal da unten, das weiße, das sind die Kabel. Links und rechts ist ein Kabel. Also das Kabel sieht auch gut aus, also geht genau in dem Ding hoch. Also wir werden ja sehen im Hardware-Check, wie sie sich schlägt, wie sie leuchtet, wie hell sie ist und ob sie ein weißes oder ein gelbes Licht macht. Ich werde die sicherheitshalber mal hier reinpacken, weil ich bin so ein kleiner Trottel. Und da geht schon mal schnell was zu Bruch bei mir und ja, das wäre jetzt ganz doof, weil dann könnte ich keinen Hardware-Check machen. Und ich bin ja gespannt, wie die ist, weil wie gesagt, ich will ja alles auf... Geht nicht runter, warum? Das ging vorhin runter. Doch, jetzt geht's wieder. So. So, wie gesagt, ich will ja hier alles nach und nach auf LEDs umstellen, wo ich noch einen Schraubgewinde habe, dass ich noch mehr Energie sparen kann. Aber wie gesagt, der Hardware-Check zu der Lampe, der wird erst heute Abend gemacht, wenn es wirklich dunkel ist, wenn meine Tochter im Bett ist. Und ja, dann mache ich das, weil dann sieht man das auch besser. Die werde ich im Badezimmer anbauen oder einschrauben und dann seht ihr das besser, den Unterschied zwischen dieser und einer normalen Glühbirne. Vielleicht ist ja gar kein Unterschied zu sehen, vielleicht ist ein Unterschied zu sehen, ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet, ich habe es jetzt erst ausgepackt und gucke es mir jetzt das erste Mal an. Ja, ich bereite mich ja da nicht vor, ich will ja denn so, wie ihr kauft es in guter Hoffnung und ja, so ist es bei mir ja auch. Mal kicken, ich bin echt mega gespannt, wie die denn sein wird. Weil im Wohnzimmer, dieses weiße Licht, und ich brauche im Badezimmer, brauche ich vernünftig Licht, wenn ich da in der Wanne liege und entspanne oder mir den Kopf rasiere und so. Ja, das soll es jetzt aber zum Hardware-Video soweit gewesen sein. Bleibt auf jeden Fall dran und guckt euch den Hardware-Check an, wo wir die denn mal vergleichen mit einer normalen Glühbirne und ich bin mal gespannt, wie hell sie ist. Ja. Ist jetzt nichts Besonderes, aber mich interessiert es halt und wie gesagt, ich versuche ja überall zu sparen, Energiesparen zu machen, gerade momentan überall so wie, gut wie es geht. Und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre vielleicht auch was für euch. Der eine oder andere hat vielleicht noch eine Lampe, wo eine Schraubfassung drin ist und will da auch auf LED umsteigen und will keine Sparbirne drin haben, weil die manchmal die älteren Sparbirnen, bei den neuen weiß ich es nicht, und auch bei den neuen, ich habe ja hier auch eine Sparbirne drin, in der Lampe im Wohnzimmer, in der Stehlampe, brauchen eine ganze Weile, bis sie anlaufen. Aber in manchen Räumen will man einfach nur Licht anmachen, wenn Küche zum Beispiel, Badezimmer drin, kacken, raus, Licht aus. Da kann man keine Energiesparbirne brauchen, die ewig braucht zum Anlaufen. Und dafür sind die LEDs dann super geeignet, weil die schnell an sind, das Licht bringen, wie eine normale Glühbirne halt. Und
Wenn man sie ausmacht, sind sie halt aus, logischerweise. So, das soll es aber soweit gewesen sein. In den nächsten Videos werden wir uns, hier ist noch alles original verpackt, werden wir die Dogging Station unboxen, dann Hardware-Video und Hardware-Check natürlich. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre nicht schlecht, würde ich mich echt freuen. Und ja, wie es euch gefallen hat, dass ich jetzt mal einfach nur eine Lampe gemacht habe, das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil ist ja nichts Besonderes, einfach nur eine Lampe, aber die ist halt LED. Ja, weiß ich ja nicht, ob sowas für euch interessant ist. Für mich ist es interessant, ich zeige euch halt alles aus meinem normalen Leben, was mich interessiert und so. Sieht schöner aus. Und von daher würde ich jetzt mich erstmal verabschieden. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.